Ja, hallo, grüßen. Ich bin die Veronika Schmiderer-Bechtel. Es wissen Sie ja, ich bin Medium, Engel-Matrix-Heilerin. Ich mache Channeling, Kartenlesen, Jenseitsbotschaften, bioenergetische Reinigungen. Aber heute bin ich da in meiner Funktion als Verbandsmitglied und auch Chefin des Dachverbandes für Thermomix-Fachverkäuferinnen auf Hobbybasis. Ich möchte zuerst schon mal ganz krass Danke sagen, dass so viele Medienvertreter da sind. Wie sich ist die Hinterschlapfinger Spatzenpost ist da, der Ritschi von Gemeindezeitung und sogar Traudel von der Stadt Gottes. Schien, dass er es keinen haben können. Ja. Ich glaube, wir sind es nicht lange deppert stellen. Es wissen alle, um was es heute geht. Das Mäßli ist jetzt einfach voll, man kann es glaube ich so sagen. Mir tut es kohlraben schwarz der Laden. Da mit dieser Firma vor ein paar Tagen habe ich echt mit Bedauern feststellen müssen, dass die Zackler von dieser Firma Thermo, also der Vorwerk heißen die ja, einfach einen neuen Thermomix auf den Markt gewichst haben. Und die Kunden haben nicht gefragt und wir als Thermomix-Fachverkäufhändlerinnen haben auch nicht gewusst. Kein Sterbenswert haben die zu uns gesehen. Da. Und wir verkaufen den schweinteuren Hafen. Und jetzt stehen wir da wie ein Schwein mit Schellen, weil keiner hat etwas gewusst. Der neue Hafen kann dreimal so viel, dreimal, wie der DM5. Und jetzt schaut der alte natürlich komplett scheiße dagegen aus. Und einen Wertverlust hat er ja auch müssen erleiden. Die armen Hausfrauen und Hausmänner, die sich da die 1400 Euro, was der Hafen kostet, wirklich vom Mund abgespart haben, teilweise verzichtet auf eine Fertigpizza für die Kinder noch, und ich sage mit Hunger ins Bett gehen, oder auf einen Urlaub oder auf einen Swingerclub besucht. Die haben all gespart, gespart, gespart. Und jetzt kommt der neue revolutionäre DM6 um 1300. Also da geht mir das Messer im Sack auf. So. Aber auf unsere Politiker können wir ja leider nicht hoffen, weil die sollen sich gut beim Händler aufheben und lassen sich von jedem dahergelaufenen industriellen Drecksack bestechen. Also, deswegen müssen wir jetzt eine Bürgerinitiative installieren und alles aktivieren, was in dem Land für Gerechtigkeit steht. Help, der Volksanwalt, der Schiok, wenn der überhaupt noch lebt, das weiß ich nicht, vielleicht kann ich so herausfinden, Greenpeace, die Vera, die Karlich, der Helmi, der Dom Turbo, der Gurgiser, der Dinkhauser, der ÖNTC, die Buwok, die Berg, all was halt für Gerechtigkeit und sauberes Geschäft steht, die all, und da bereiten wir jetzt eine Sammelklage vor, gerade das Schwarte krachen. Chez Suisse Thermomix machen wir nachher Leibel, das schreiben wir ganz krass drauf und das wird der Schlachtruf von Millionen von unbegabten Hobbyköchinnen und Köchen. Und wenn es sein muss, wären wir ins Recht, um mit Gewalt durchsetzen. Veronika, ja. Telefon für die Vorwerk ist schon Vorwerk? Ja, die kennen wir gerade. Hallo? Ja, was ist denn los? Jetzt rede ich. Sicher, sie ist gerade. Ja. Ja, jetzt passen wir auch mal. Ein Urlaub? Achso, Bahamas? Für zwei Leute? Ja, und drei Wochen lang? Ach so, und was muss ich? Und 5% mehr Provision pro verkaufter Therm? Ach so. Ja, und was muss ich da? Aha. Mhm. Ah, sind Sie damit? Ja. Du, na, das. Und ein Auto! Eine Firma und alle Folgen von Greise Netomie auf VHS. Nein, jetzt sage ich Vergeizgut, nein, das war jetzt echt eine Frage, gell? Nein, freilich. Nein, Vergeizgut, gell? Tausendmal Vergeizgut, ja. Vierte. So, wo haben wir das gewusst? Ah ja, genau. Der DM6. Gut, man muss da natürlich schon ein bisschen am Boden bleiben. So viel mehr kann jetzt der auch nicht mehr. Gut, ein bisschen anbraten. Aber sie kennen es mit dem Alten auch. Dann nehmen sie ihn in die Hand und sagen, bist du aber ein geiler Hafer. Braten sie ihn halt ein bisschen an, nachher ist das kein Problem. Oder was kann er noch fermentieren? Seien wir ins Ehrli. Wer braucht denn das? Fermentieren hat doch keine Sau. Aber wenn sie es unbedingt haben, essen sie es, nachher nehmen sie, was wir sehen, nehmen sie halt ein Fermenten, also ein Murmeli.
Wie gesagt, nie schaltet sie auf Stufe 7, höchste Dings, dass ich da lange nicht also das Schmalz rausrennt. Dann haben sie auch ein bisschen fermentieren. Oder Slow Cooking. Mein Gott, Slow Cooking. Lasst sie halt derweil, dann haben sie auch Slow Cooking. Ja, weil man muss das schon ein bisschen. Und mit dem Wertverlust, jetzt seien wir uns ehrlich, da haben wir jetzt auch eine gute Lösung gefunden. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Wir verkaufen den Alten einfach gleich teuer weiter wie bis jetzt. Dann hat er überhaupt keinen Wertverlust. So, das war es jetzt eigentlich schon. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es noch Nachfragen gibt, wendet euch bitte an mein MySpace-Konto, weil das Riff ist seit Jahren nur noch. Dankeschön und vielen Dank.